ELW1 LS10, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich gucke mir jetzt mal mit euch mal ganz schnell, wollen wir beide gucken oder erstmal LF10, egal, wir überlegen uns das noch. Wir holen mal ganz kurz den Markus zu mir, ein cooler Typ, ihr lernt ihn jetzt mal kennen, los geht's. Markus! Hi! Moin, grüß dich! Hallo! Schicke Fahrzeuge habt ihr hier? Ja. Feuerwehr Ochtersum, das ist ja an der Nordsee, also richtig coole Feuerwehr, top ausgebildet. Ich weiß nicht, irgendwie ist hier jeder Zugführer und Verbandsführer gefühlt. Können wir uns mal das Auto mal angucken? Auf jeden Fall. Gucken wir uns mal an. Alles klar, los geht's. Tag der offenen Türen, auch das so. Wir machen hier mit dem Dorf hier eine Feier. Und es ist mega was los. Es gab eine Tombola mit irren Preisen, Tablets, also Laptops, wollte ich schon sagen. Alles dabei. Mega Veranstaltung. Ganz viele Besucher waren hier. Also eine Feuerwehr, die richtig Rückendeckung hat, hier aus dem Ort. Würde ich sagen, willst du mal rein zeigen, was da drin ist? Jawohl. Bin mega gespannt. Tolles Fahrzeug. Ja, LF10. Hier sitzt der Maschinist. Da sitzt der Gruppenführer. Wir haben Digitalfunk. 4 HRTs hier vorne. Winkerkelle. Handlampe für den Gruppenführer. Und für verunfallte Kinder oder Kinder, die im Einsatz beteiligt sind, ein Teddybär. Hier sind wir im Gruppenraum LF10. Wir haben hier eine Gruppenbesatzung, 2 Atemschutzgeräte während der Fahrt oder 2 Atemschutzgeräteträger können sich während der Fahrt ausrüsten. Wir haben hier Handlampen und 2 HRTs für den Atemschutztrupp. Ja, hier haben wir alles für offenes Gewässer. G1. Und Wassernahmestelle unter Flüdrand, Einstandrohr, offenes Gewässer, eine TS und alles, was wir zum Ansaugen brauchen. Das ist der Kanister? Der Kanister ist für eine Ansaugen, damit wir wissen, wo die Saugleitung ist im offenen Gewässer. Und oben, weil wir hier Moorgebiet haben. Das macht so wie so eine Pose, wie so ein Schwimmer. Genau, da müssen wir immer, wo der Saugkorb ist. Alter, das hat sich schon wieder gelohnt, für mich herzukommen. Wie geil ist denn das? Oben haben wir noch Feuerpatschen, die brauchen wir hier im Hochmoor. Wir sind hier im Hochmoorgebiet. Haben wir bei uns auch. Okay, Schlauchbrücken. Schlauchbrücken, natürlich, wenn wir Schläuche verlegen. Dieses Fahrzeug hat keinen Wassertank. Wir haben dafür mehr Schlauch auf dem Fahrzeug. Ja. Und dafür sind natürlich auch die Schlauchbrücken. Hier haben wir alles, was wir brauchen, wenn es um... Aber es geht schon wieder los. Ne? Also gerade angefangen mit dem Video und schon wieder tolle Idee. Hier sind Gummistiefel, falls wir mal vor ein paar Monaten haben wir Kühe gerettet aus einer Kellergrube oder so. Dann haben wir Gummistiefeln und oben haben wir noch Sicherheits- oder Haltegurte für die Atemschutzgeräteträger. Achso, die ganz normalen, okay, die Gurte, okay. Genau. Oben haben wir unsere B-Leitungen. Hier haben wir 3 Tragekörbe mit jeweils 3 C-Schläuche drin. Entschuldigung. Was ich interessant finde, die Schlauchtragkörbe sind hier irgendwie, das sieht für mich nach Eigenbau aus. Das heißt ja nicht, dass sie deshalb schlecht sind. Das ist Alu, das sind hochwertige Teile, habe ich noch nie gesehen. Also finde ich ja wirklich toll. Also man merkt, dass die Ochtersummer sich total Gedanken machen. Geil umgesetzt. Mega. Respekt. Ja, kommen wir zum nächsten Fach. Hier haben wir alles für den Innenangriff, Atemschutz. Hier haben wir noch 2 Geräte. Somit haben wir 4 Geräte auf dem Fahrzeug. 2 im Gruppenraum, wo wir gerade waren, und 2 hinten. Alles Masken, Wechselflaschen, alles, was man so braucht. Also ich muss sagen, Wechselflaschen dabei zu haben, ist auch schon nicht ganz normal. Finde ich auch schon cool. Man merkt schon, dass ihr darüber nachdenkt. Ja, das hat tatsächlich nicht jeder. Die meisten sind erst wieder im Feuerwehrhaus einsatzbereit. Auch cool, dass sie das schon dabei haben. Hier haben wir unser Schnellangriffverteiler, damit es schneller geht, falls wir den brauchen. Und unten noch ein Schlauchpaket. Auch raffiniert, weil wenn der Schnellangriff raus ist, ist er ja der Schlauchpaket auch frei. Das heißt, eigentlich als erstes Wasserversorgung aufbauen, die Atemschutzgeräte rüsten sich aus und können dann das Schlauchpaket mitnehmen. Eigentlich eine geile Ausnutzung des Fachs. Finde ich cool, weil der ist ja eh als erstes raus. Hier sind wir beim Herzstück vom Fahrzeug. Diese Pumpe kann 2000 Liter die Minute. Also nicht ganz Standard für einen LF10, aber okay. Wie gesagt, da wir keinen Tank haben mit Wasser, haben wir mehr Schläuche drauf. Somit sind hier 15 Schläuche B und hier 10 Schläuche B und hier sind unsere A-Schläuche. 25 mal 20 Meter, das ist schon ganz schön weit. Das ist ungefähr 500 Meter Schlauch, habt ihr drauf. Nur hinten in den Fächern und dann die Schläuche, die wir auf der linken Seite haben. Oh, das ist aber geil. Oh,
Aber voll das Ding, du. Hier haben wir alles für den Schaumangriff. Wir haben 60 Liter Schaummittel an Bord. Einen zweiten Verteiler, den ersten haben wir gerade gesehen. Ein Druckminderer, D-Angriff, alles für den D-Angriff und oben unsere C-Schläuche. Und noch mehr B-Schläuche. Alter Schwede, ihr könnt aber richtig lange wegstecken. Was habt ihr hier noch? Hier haben wir unser schönes Hygienebord. Dafür ist das Wasser und dann kannst du hier die Hände waschen. Einsatzhygiene ist ganz wichtig. Auch witzig, ihr habt das jetzt nicht sofort ausziehbar oder so, aber man muss dazu sagen, Hygienebord ist immer nach dem Einsatz. Das heißt, ihr habt genug Zeit, der Maschinist, wenn alles läuft und im Abbau sind, könnt ihr Hygienebord aufbauen und die können dann nach dem Einsatz sich vernünftig waschen. Markus, was mir auffällt, ne? Das Ding ist aber ganz schön voll. Ne? Also ihr könnt ja, glaube ich, irgendwie jeden Einsatz fahren. Ne? Das ist wirklich sehr voll. Wir können von TH Klein bis zum Großbrand können wir unterstützen mit der Wasserversorgung, mit unseren Atemschutzgeräten. Und wir haben auch einen wunderschönen Werkzeugkoffer. Da ist alles für TH Klein drin, bis zum Federkörner für die Fensteröffnung beim Verkehrsunfall. Hier haben wir alles für unser Einsatzstichwort TH Klein Baumbeseitigung drin. Vom Helm bis zur Kettensäge, bis zu Sprit und Öl. Wir sind für alles gewappnet. Für volle Keller, da es in Ostfriesland gerne mal regnet, haben wir noch eine starke Tauchpumpe. Oh ja, schön. Und nach dem Einsatz, da ihr jetzt ja wisst, dass wir viel Schlauch haben, haben wir noch einen wunderschönen Schlauchaufroller. Sollte mal Strom gebraucht werden, haben wir natürlich auch einen wunderschönen, haben wir ein wunderschönes Stromaggregat mit, Stromerzeuger. Und damit betreiben wir dann auch alles, was an Beleuchtung an Bord ist. Und für die Straßenverkehrssicherung bzw. für den Eigenschutz haben wir alles an Material dabei, was wir brauchen. Ich finde also wirklich vielseitig einsetzbar, tolles Fahrzeug. Gut durchdacht vor allem. Man merkt, dass sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Und ich habe so zwei, drei Lösungen gesagt, wie geil ist denn bitte die Idee. Hammer, man lernt nie aus. Also mega, Markus, ganz vielen Dank. Vielen Dank. Voll cool. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommentiert mal unten drunter. Also ich habe mich total hart in die Ochtersumma Feuerwehr verliebt. Mega, mega tolle Kameraden und Kameraden. Also Markus, nochmal ganz lieben Dank, stellvertretend. Und das Fahrzeug, kommentiert mal, wenn ihr Fragen habt. Die Antworten bestimmt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tag der offenen Türen, auch das um. Da sind wir heute. Nein, und wirklich? Alter, geht der mir auf den Sack. Die Katze ist da. Die Katze? Nee, Charlie. Hier sind wir beim... Das ist ein Mercedes. Ja, und hier kommt unser Gemeindebrandmeister. Kannst du nicht auch mal.